Quien se mete, se muere. Was so viel bedeutet, wer sich einmischt in dieses Geschäft, der stirbt auch daran. Ich habe nur so gehört, wie er einen Mord in Auftrag gegeben hat, gesagt hat, wenn der und der aus der Disco kommt heute Abend, gib ihm 3 Schüsse in den Kopf. Was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Lifeline-Video. Wir sind gerade in der Nähe von Flensburg, die letzten 9 Stunden mit dem Auto unterwegs gewesen. In dem letzten Video mit Erik haben wir euch am Ende gefragt, ob ihr mehr solcher Interviews sehen wollt und viele von euch hatten Bock drauf. Und keine Sorge, viele von euch haben sich ein Video mit Jeanette gewünscht. Das wird kommen, aber heute haben wir nochmal ein ganz heftiges anderes Interview für euch vorbereitet. Hier treffen wir Nils. Nils hat echt ein verrücktes Leben gelebt, können sich viele von euch wahrscheinlich gar nicht vorstellen. Wir reden von Sachen wie Geldwäsche, Drogenhandel in Kolumbien, im Knast in Kolumbien sein, Export nach Europa und Deutschland und so weiter und so fort. Und wie er dann von der ganzen Story, von seinem ganzen Kriminal Leben wieder in ein normales Leben gekommen ist, wie er jetzt geheiratet hat, 2 Kinder hat. Genau, all das kommt in der heutigen Folge ran und ich würde sagen, ich freue mich voll aufs Interview und los geht's. Bevor wir mit dem Interview beginnen können, noch eine kleine Unterbrechung. Und zwar haben wir passend zur Weihnachtszeit eine Aktion in unserem Shop gemacht. Mit dem Code Weihnachten21 bekommt ihr vom 1. bis zum 10. Dezember 15% auf alle unsere Produkte. Obendrauf starten wir heute mit dem Release der neuen Kollektion Love Over 4 und bringen neue Kugelschreiber für deine Lifeline-Bibel an den Start. Und jetzt viel Spaß beim Interview. Was geht denn jetzt? Ey, so cool, dass es heute klappt. Ja, Mann. Wie kommt ein Mensch zu so einer Geschichte? Wo fing das alles an? Wo sind so deine Wurzeln? Ich sag dir, es ging gut los. Ich war auf dem Gymnasium. Ich war ein guter Kicker. Ich habe gut Fußball gespielt, so Landesauswahl Schleswig-Holstein. Ich war immer an erster Stelle. Wenn es um irgendwelche Sachen ging, so Abenteuer und irgendwie Sachen ausprobieren, dann war ich immer gleich ganz am Anfang mit dabei. Und so war es dann auch, dass ich angefangen bin zu kiffen. Und meine Mitschüler haben halt aber nicht die Möglichkeit gehabt, an das Zeug ranzukommen. Ich hatte die Kontakte und ja, habe das dann erstmal so auf der Schule ein bisschen verteilt, habe dann aber gemerkt, dass ich damit eine müde Mark verdienen kann. Es waren damals wirklich noch Mark. Es war noch Mark. Ja, es war noch Mark. Andere Generation. ja, genau. Und so kam das denn, dass ich da 10er-Beutel vertickt habe. Dann ging es aber auch ganz schnell, dass ich dann da, dass daraus 100 Gramm Beutel wurden und dann auch ganz schnell Kilos. Und heftig. Ich war sehr in der Schulzeit? Ja, während der Schulzeit, also denn nicht mehr auf der Schule, ja, okay. Weil da war dann nicht mehr so viel Absatz. So viel und okay. Da hatte man dann nachher nur noch einen, der das dann da verteilt hat. Ja. So. Aber das ging dann los, dass man sich in der Stadt und auch in der Region dann irgendwie mehr und mehr auch einen Namen gemacht hat und da dick eingestiegen ist. Also ich war in allen Sachen, die ich gemacht habe und dem Herrn sei Dank auch immer noch sehr ambitioniert. Mhm. Also auch da in dieser Geschichte. Ne? Ich wollte halt schnell wirklich groß werden in dem, was ich gemacht habe. Richtiger Unternehmer. Ja, so ein Entrepreneur-Geist war immer irgendwie vorhanden. Nur habe ich ihn damals wirklich auch falsch gebraucht. So. Mhm. Dann ging es los mit Gras, ging es weiter mit Amphe. Mhm. Dann irgendwann ist man auch beim Kokain angekommen. Ja, in Kilo-Region gewesen krass, damit. Krass. Ja, und so war man dann irgendwann mittendrin. Wie alt warst du denn da in dem Zeitraum? Wie? Ja, also ich sag mal so, als das richtig anfing, so wo man dann dick im Geschäft war mit Pillen, mit Amphe und mit Gras, so das war dann schon so mit 18, 19 war man schon richtig gut dabei. Ja, ich bin noch nicht mal 21 so und diese Vorstellung einfach. Bist du nicht? Ich bin 20, ja. Okay, 20, ja, also, siehst du, das war so. Das war so mein Boom, da war ich richtig am Stissel. Alter Schwede, Mann. Ne, so mit. Import-Export auch, oder? Also nee, da noch nicht so. Bisschen Holland. Lokaler, ja. Holland. Bisschen Holland so, aber noch nicht so Import-Export. Mhm. Ja, war verrückt, ne? Wenn man so überlegt. War schon mit 18, war ich dann noch mit 18, gerade 19, so war ich im 13. Jahrgang. Mhm. Mein Abi gemacht, da war ich dann halt. Abi hast du ganz normal gemacht, ne? Ja, ganz normal. Das ist eine andere Sache wahrscheinlich, aber ja. Ich hab's geschafft. Yes. Die Mitschüler so alle noch irgendwie voll kindlich. Haben so ihr behütetes Leben, ja. Hatte ich ja eigentlich auch, aber bei mir, dadurch, dass ich dann halt so wirklich den Weg in die Unterwelt gemacht habe, haben mich dann da irgendwelche Homies in ihrem M3 BMW Cabriolet dann irgendwann abgeholt und ich kam dann irgendwann so, ich weiß noch, ich habe mir irgendwann dann so ein Hugo Boss Mantel für 5.000 Euro oder so gekauft, so mit so einem Chinchilla-Dings und bin dann damit in die Schule. Ich dachte so, okay, Bro. Die Stadt ist meins, so weißt du. Und deine Eltern? Ja, das ist halt, naja, also anfangs noch nicht so. Ja. Ich habe ein Doppelleben geführt.
man hat immer viel verheimlicht, aber irgendwann gab es dann so viele Situationen, dass man es auch irgendwie nicht mehr geheim halten konnte und irgendwann war es einem auch egal. Dann hatte man dieses Geld und dachte man, okay, was mache ich jetzt damit? Jetzt will ich dann mir auch Sachen von kaufen. Ich habe es auch bei der Einleitung noch gar nicht richtig gesagt, ich habe ihn ja kurz vorgestellt, aber du machst auch Rap. Ja. Und das auch da anknüpfen, du hast schon früh damit begonnen. Ja. Aber da wahrscheinlich ein bisschen mit anderen Inhalten als heute, oder? Ja, definitiv. Wie kam da deine Story? Ja, ich sag mal einfach so, mein Rappername damals war Dirty mit 3 R. So richtig dreckig. Ne? Und jetzt. MC Dirty. Ja, nee, eher so Dirty Niles. Dirty Niles, okay. Dirty Niles, war ja klar. Und jetzt ist es halt real. Ja, ne? Ja, krass. Also aus Dirty ist real geworden, so dank. Oder dank Clean Gott. Hättest du dich nennen sollen. Ja, ich hab schon so gedacht. Mit 3E, ne, so, Clean. Ja, clean, aber es hört sich so ein bisschen komisch an. Ein bisschen sehr cringe an. So. Ja, ja. Nee, aber haben dann ein erstes Studio gehabt. Ersten Sachen aufgenommen und dann kam schnell der Kontakt nach Hamburg. Ich war auch halt durch meine andere Karriere, halt diese auf der schiefen Bahn halt, war ich viel in Hamburg, kannte dadurch auch viele Leute, auch halt viele Leute in der Rap-Szene. Und ja, hab dann einen meiner besten Freunde heute, Lukas, kennengelernt. Mhm. Lucky Luciano, wie er sich auch damals genannt hat. Mhm. Und er hatte ein Label aufgebaut in Jenfeld, in Hamburg-Jenfeld, Yentown Crime. Mhm. Und da hat er mich damit draufgenommen, hat er mich gesigned. Bei Yentown Crime war halt auch Bones MC mit auf dem Label. Mhm. Ganz krass, Mann. Frische 18 Jahre war alt. Ich war da zu der Zeit irgendwie so 21. Wir waren halt noch sehr underground, ging aber alles gerade so los. In Hamburg hatten wir uns noch schon, Hamburg und Umgebung, auch einen Namen gemacht. Das erste Album, was dann so rauskam, war das von Bones, Mehr geht nicht. Mhm. Da war ich auch noch mit einem Feature drauf. Mhm. Und dann sollte mein Album rauskommen, Prototyp. Genau, aber es ist nie zum Launch gekommen von diesem Album, weil ich andere Ideen hatte oder Gott hat einen anderen Plan oder hat mich diese verrückten Pläne, die ich hatte, ausführen lassen. Ich bin, bevor ich dieses Album droppen konnte, bin ich nach Kolumbien ausgewandert. Oh krass, ja. Und habe dann letztendlich die Rap-Karriere so mehr oder weniger an den Nagel gehängt. Und habe dann mich für die internationale Drogenschmuggler-Karriere entschieden. Du hast eine Freundin gefunden in Kolumbien, oder wie war das? Genau, ich habe ein Mädchen kennengelernt über MySpace damals. Junge. Also das war noch vor Facebook. Noch falls du noch weißt, Facebook. Was Facebook Junge, ist. Junge, was ist Facebook halt echt? Siehst du? Genau. Und das war halt mehr so, MySpace war eigentlich eher mehr so eine Artist. Seite, wo sich alle möglichen Musiker hauptsächlich auch irgendwie so rumgetummelt haben. Da war aber auch Rosanna. Und wir haben dann ein halbes Jahr Kontakt gehabt und ich war in der Zwischenzeit schon in Brasilien und in Argentinien und habe einfach mich auch verliebt in diesen südamerikanischen Flair und auch in die hübschen Frauen dort. Ah, ja. So, und das heißt, das passte halt voll rein und sie sagte, besuch mich in Kolumbien. Ja. Ich bin los. Erste Motivation war halt wirklich Rosanna, aber die zweite Motivation war auch einfach so, weil ich wusste, dass das Zeug, was ich halt, verkauft habe, so, dass das da die Quelle ist und dass ich da vielleicht einen Kontakt klar machen kann. Also ich bin dann angekommen in Bucaramanga, da wo Rosanna gelebt hat. Ja. Eine 500.000 Einwohner große Stadt Kolumbiens. Mhm. Ziemlich entspannt eigentlich. Hab dort dann aber auch gleich Männer kennengelernt, die tief verwurzelt waren in kartellähnlichen paramilitärischen Strukturen. Da habe ich halt jemanden kennengelernt, dessen Alias ich sagen kann, weil es den nicht mehr gibt, El Mono. Wie kommst du an so einen Kontakt? Wie kommt man an so einen El Mono? Ja, eigentlich so gar nicht. Das ist auch da wieder crazy. Crazy Story, die Naivität hat da wahrscheinlich auch viel mitgespielt. Mhm. Also ich dachte so, ich fliege nach Kolumbien, mache einen auf Blow und lerne dann Pablo kennen, so, ne? Kein Ding. Hallo Pablo, ich bin's. Ja. Brauchst du Hilfe? Genau. ich mache Deutschland für dich. Auf der Uni von Rosanna war dann so ein Typ, der hat ein bisschen Koks vercheckt. Im kleinen Stil und
mit dem habe ich dann ein bisschen gechillt, weil ich mir selber was gekauft habe, was von Eigenkonsum. Hab dann so gefragt, ja, ich würde ganz gerne einen kennenlernen, mit dem ich das und das machen kann, was ich halt vorhatte. Mhm. So ein bisschen größerem Stil. Und dann sagt er, ja, da musst du mit meinem Patron sprechen, da musst du mit meinem Boss sprechen. Ja. Und der wollte sich dann mit mir hinsetzen, hat sich dann in so ein Centro Comercial mit mir hingesetzt und Rosanna musste mir übersetzen, so mäßig so. Ne? Als ich dann mit dem gesprochen habe und ihm erzählt habe, was ich so vorhab oder was es für Möglichkeiten gibt, da sagt er, ich bin die falsche Person, du musst mit meinem Patron sprechen. Ach, krass. Ja, und das war dann El Mono und da sagte er, ja, den muss ich erstmal abchecken, ob der ist gerade auch gar nicht hier, an den kommt man auch gar nicht so leicht ran. Ja. El Mono war jetzt nicht irgendwie der Don, also so ein mega großer Drogenboss, aber war schon einer, der auch eine kleine Organisation geführt hat und der auch schon ziemlich Einfluss hatte, gerade auch an der Küste Kolumbiens. Und irgendwann kam dann der Anruf und sagte dann, okay, morgen um 1 Uhr in dem und dem Park holen wir euch ab. Und seid bitte da. Wir standen dann in diesem Park in Bucaramanga um 1 Uhr, fuhren dann da zwei SUVs vor mit verdunkelten Scheiben und ich dachte nur so, okay, in was für einem Film bin ich jetzt? Und hab das erste Mal ein bisschen realisiert, so, was mache ich hier? So, und noch viel mehr, als wir dann ins Auto eingestiegen sind. Dann sind wir so durch Bucaramanga gefahren ins Zentrum, irgendwie vor so einem Geigenladen angehalten, in den Geigenladen rein, in den Keller runter, da waren dann auch so zwei Stühle, ähnlich so wie hier und ich dachte, dann setz dich. Er hat sich hingesetzt und dann sollte ich mal erzählen, was ich so vorhabe. Und er hat einfach nur zugehört. Kurz über lang ging das dann so, dass wir angefangen haben, da ja auch die ersten Sachen zu probieren und zu organisieren. Es ist aber nie irgendwie so richtig durchgebrochen, weil man so kurz davor, dass man so richtig das dicke Geld macht, mal ein bisschen was Kleines, dann hier mal was, aber nie so mal was Richtiges, was man eigentlich geplant hatte. Das heißt Kleines? Also weil man ja, könnte jetzt denken, ein paar 100 Euro, ein paar 1000 Euro? Das lasse ich der Fantasie der Leute. Okay. Für meine Sicherheit. Alles klar. Dann war es dann so, dass ich aus Bucaramanga weggegangen bin, weil das mit Rosanna auseinandergegangen ist. Sie war schwanger von mir und ich war halt viel unterwegs, viel rumgehurt, weil ich einfach, das war der alte Nils, ne? Frauen, Party, Geld, ich, es ging immer nur um mich. Und sie dachte dann, okay, jetzt bin ich mit so einem Banditen zusammen und bin schwanger von dem und weiß noch nicht mal, ob der in einem Monat noch lebt oder im Gefängnis sitzt oder überhaupt noch bei mir ist. Der kommt, ja. Ne? Oder sich nicht für eine andere entscheidet. Und hat im zweiten Monat abgetrieben. Boah, krass. Boah. Und wie alt warst du da? Wie alt war ich da? 25. So um den Dreh. Boah. Und ich hab gesagt, ich würde das Kind gerne haben, aber da war ich dann halt auch wieder zu egoistisch und hab gesagt, aber letztendlich ist es deine Entscheidung, du müsstest mit der Uni abbrechen und es ist dein Körper. Ja. So dachte ich damals noch. Ich weiß jetzt, dass ich in der Herrlichkeit Gottes einmal noch ein Kind von mir kennenlernen darf, weil ich daran ganz fest glaube, dass ich weiß, ich werde es in der Ewigkeit kennenlernen und freue mich sehr darauf. Ja, es ist eine Sache, die aber so krass uns getroffen hat, also auch gerade mich, dass ich sie nicht mal mehr so anschauen konnte, ich konnte sie nicht mal mehr umarmen, also es hat den kompletten Break unserer Liebe und Beziehung. Wir waren sehr auch verliebt ineinander, aber es hat es komplett auseinandergebastelt. Und genau, dann bin ich meinen Weg weitergezogen nach Medellin. So, ne? Und dann, da war dann nochmal eine ganz andere Action los. So. Ja, ja. Ja, crazy. Wie kommst du, also erstmal, wieso hast du dich für Medellin entschieden? Und dann, was macht man da so? Was war dein Plan damit? Also die Frage, warum ich mich für Medellin entschieden habe, ist ganz einfach zu beantworten, weil mir gesagt wurde, die hübschesten Frauen in Kolumbien sind in Medellin. Und okay, es ist wirklich so. Sehr simpel Anfang. Ja, und ich als der alte Nils, Single, okay, das ist meine Stadt. Und zu der Zeit hatte ich halt ein bisschen mehr Geld über die Sachen, die ich halt gemacht hatte. Genau, und in Medellin angekommen, bin ich dann in der Partymeile. In einer der besten Gegenden, Poblado, gibt es ein Parque Lleras. Das ist so eine Partymeile mit vielen Discos, Bars etc. Da bin ich rumgelaufen, sowieso immer zum Party machen und so. Und dann habe ich gesehen, so, okay, was mache ich jetzt mit meinem ganzen Geld, wenn ich hier bleiben will? Und dann stand da ein so ein großes Haus
zwischen all den anderen Diskotheken und Bars leer, stand dann drauf zum Vermieten. Da rufe ich da mal an und treffe mich mal mit den Leuten und dachte, okay, ich mache eine Disco auf, ich mache einen Club auf. Klar, Geld waschen, ja, stimmt. Am besten im Club. Gesagt, getan, ein paar Tage später habe ich den Vertrag unterschrieben, die Idee dafür gehabt, ich mache die erste Disco-Shisha-Lounge in Kolumbien wahrscheinlich auf. Und das war dann 2009, da habe ich dann die Diskothek Dubai Disco Bar Lounge aufgemacht. Genau, alles so im Stil vom Burj Al Arab, also von diesem Hotel. Ich hatte viele Gedanken, so was ich mache, aber ich hatte nicht dieses Insiderwissen von der von dieser ganzen Partywelt in Medellin. Zum Beispiel wusste ich nicht, dass die Clubs normalerweise so ein bis anderthalb Jahre auf sind, dann dicht gemacht werden und dann unter einem anderen Namen aufgemacht werden. Und so ist diese Partymeute das irgendwie gewohnt, dass sie dann immer zu einem neuen Lounge von der Diskothek, also von so einem neuen, eine neue Diskothek aufmacht, gehen die alle dahin. Und wenn die ist dann 3-4 Monate in, dann gehen die über zur nächsten und so weiter und so fort. So war es dann auch bei mir. Meine Disco hatte so 5-6 Monate richtig. War da viel los. Dann wurde es immer weniger. Also bin ich dann irgendwann bankrott gegangen mit der Disco. Auf der anderen Seite war das andere Geschäft auch komplett miserabel, weil die hatten uns da gerade ein großes Geschäft abgezogen. Und zu derselben Zeit wurde El Mono ermordet. Er wurde gekidnappt eine lange Zeit und wurde dann auch ermordet. So. Und dann hatte sein Partner, mit dem er dort oben in der Küste zusammengearbeitet hat, auch ein größerer, schon das war wirklich ein größerer Fisch so. Mhm. Auch dessen Alias kann ich nennen, weil den gibt es auch nicht mehr, El Propio. Der hat dann mich nach Barranquilla, in die Küstenstadt, gerufen und hat gesagt, El Mono ist umgebracht worden. Wie sieht's aus? Wollen wir beide weiter zusammenarbeiten? Ein sehr, sehr brutaler Mann. Ich kann mich daran erinnern, ich bin dann immer so alle 2 Wochen nach Barranquilla geflogen, um mit ihm ein paar Meetings zu halten. Und er hat mich dann aus dem Hotel abgeholt, irgendwann so um 10 und dann sind wir zum Frühstücken gefahren. Ich saß auf dem Beifahrersitz und er halt am Steuer und hat dann ein Telefon an der Hand gehabt. Und zu der Zeit habe ich halt schon perfekt Spanisch gesprochen, also hab alles mitbekommen, habe nur so gehört, wie er am Telefon einen Mord in Auftrag gegeben hat, gesagt hat, wenn der und der aus der Disco kommt heute Abend, gib ihm 3 Schüsse in den Kopf und dann ist gut, und hat dann aufgelegt. Und so als würdest du so irgendwie, ja, als wärst du, so, gehört zum Beruf dazu. Ich habe dann kurz rüber geguckt und habe dann aber auch das für mich so angenommen und gesagt, okay, ja, das ist ja das Geschäft und das ist ja das Leben, in dem ich mich jetzt befinde und was ich auch gewählt habe. So, ne? Also ich wusste schon, dass es für mich jeden Moment vorbei sein kann, weil viele fragen dann, okay, aber spätestens bei solchen Sachen, warum hast du da nicht die Reißleine gezogen und bist wieder zurück ins kleine Flensburg gekommen? Ja, so, ne? Eben. Ich war einfach schon viel zu tief drinne, auch immer diese Illusion vor Augen gehabt, immer dieses richtig, ich habe ja schon gutes Geld gemacht, aber dieses richtig dicke Geld zu machen, von dem ich geträumt habe. So als würde so im Hintergrund die Musik für den Film, den ich gefahren bin, so Get Rich or Die Trying. So, weißt du, ne? Das lief so im Hintergrund. Ja, genau. So. Das lief da so ab. Ich habe halt für mich so gesagt, okay, ich lebe jetzt wie ein Gangster. Ja, dann sterbe ich halt auch wie ein Gangster. Und ich wusste, dass jeden Moment passieren kann. Ist ja bei den Partnern passiert. Auch der Partner von meiner Diskothek, den ich anfangs hatte, dann Mauricio Alzate, auch der wurde mit 44 Messerstichen zu Hause hingerichtet, kurz bevor wir die Disco eröffnen konnten. Und ja, deswegen wusste ich, wie schnell das gehen kann, aber ich war wie verblendet und habe diesen Film weitergefahren. Und man sagt dort drüben, quien se mete, se muere. Was so viel bedeutet, wer sich einmischt in dieses Geschäft, der stirbt auch daran. Waren Leute nicht dann auch hinter dir her? Also offensichtlich lebst du ja noch so. Aber wurdest du auch versucht irgendwie, oder hast du es mitbekommen, dass Leute hinter dir her sind oder sowas? Es gab eine Situation, da sind wir in eine Finca gefahren, in einen Vorort von Medellin. Und hatten viele Drogen dabei, ein paar Mädels mit dabei, eine exzessive Party gefeiert. Und sind immer mehr Leute dazugekommen. Und irgendwann, ich kann auch nicht mehr genau sagen, warum genau, habe ich das aber irgendwie doch mitbekommen und war in dem Moment doch ziemlich klar, sodass ich gemerkt habe, dass das 2 Typen waren,
die mich so die ganze Zeit angeguckt haben und so mäßig auf den Kicker. Bin dann ein bisschen näher an die ran und wollte eigentlich dann auch so straight up auf die zugehen und fragen, was los ist. So. Aber bevor ich halt ankam, sagte der eine zu dem anderen, Saca la pistola y dale bala. Also so viel wie, zieh die Pistole und erschieß ihn. Und als ich das gehört habe, wollte ich nicht testen, ob das gleich ein Schuss fällt oder so. Mhm. Ja, dann habe ich meine Füße in die Hand genommen, meine Stürmerqualitäten ausgepackt und bin gerannt. Und dadurch, dass es halt in so einem Vorort in den Bergen war von Medellin, die Finca so ein bisschen in den Berg hoch, da gab es nur einen Weg runter. Dann bin ich runtergestratzt und hörte dann, wie die im Motorrad hinter mir her. Ja, da war dann halt so eine Brücke, wo es dann 8 Meter in die Tiefe ging, Feldweg darunter. Ich habe mich halt an diese Brücke gehängt und dachte zuerst so, okay, vielleicht sehen die mich nicht und fahren dann an mir vorbei. Aber als sie dann immer näher kamen, da ging mir dann wirklich auch, blieb mir das Herz fast stehen und ich dachte so, nee, Mann, ich will da jetzt nicht ausprobieren, ob die mich sehen oder nicht sehen. Ich will nicht mit einem Kugel im Kopf, heute sterbe ich nicht. Ich habe mich dann fallen lassen, ich habe losgelassen. Einmal runtergeguckt und hab dann losgelassen und bin wirklich so fast wie auf Engelsflügeln bin ich auf beiden Füßen gelandet. Bin so in die Knie gegangen durch diesen heftigen Aufprall. Bin dann wieder auf die Beine, also wieder hab mich aufgerichtet und wollte den ersten Schritt wegmachen und weiterrennen. Mit dem rechten Bein zuerst und bin dann komplett weggeknickt. Ich habe dann meinen Jeans hochgenommen und habe dann gesehen, dass dieser Fuß und der Knöchel, der Fuß stand mir so entgegen. Mhm. Da waren halt hier Wadenbein zweimal gebrochen und der Knöchel halt gebrochen. Und dann bin ich auf die Knie gefallen und dann weiter gekrabbelt. Bin dann irgendwie an einen Zaun gekommen, über den Zaun rüber. Bin dann im Garten einer anderen Finca gelandet. Da kamen dann gleich zwei Hunde auf mich zu. Und dadurch ist dann die Besitzerin wach geworden. Und ja, in diesem Zustand gefunden, dass ich da mit diesem gebrochenen Fuß lag und hat dann gefragt, was los war. Ich habe gesagt, rufen die Polizei und den Krankenwagen. Ich bin gefallen, habe mir Fuß gebrochen. Ja, meine Disco war bankrott. Großes Geschäft wurde uns abgezogen. Auch mein letztes Geld, was ich hatte, neigte sich dem Ende. Und ich musste sehen, dass ich irgendwie neue Sachen mache. Und so hatte ich dann an der Küste ein paar Männer kennengelernt, mit denen ich eine neue Route aufbauen wollte. Und ich hatte halt aber kein Geld dafür, um das auszutesten. Also war El Propio derjenige, der dann den Investor da machen wollte in das Geschäft. Er kam nach Medellin, schrieb mir dann, okay, ich bin jetzt in Medellin. Wir treffen uns um 7 Uhr in der Bar Hooters. Hooters ist halt so eine weltweit bekannte Bar, die gab es auch in Medellin. Und er sagte auf jeden Fall, kommen rechtzeitig, da kommen auch noch ein paar andere Leute, also ein paar andere Männer, die wollen auch noch mit uns über ein paar Sachen sprechen. Ich habe einen dicken Blunt geraucht an dem Nachmittag. Zu der Zeit habe ich halt auch konsumiert. Also gekifft habe ich, seitdem ich 14 bin, durchgehend. Bin eingepennt, bin um 8 Uhr abends aufgewacht, habe das Meeting verpasst. Das ist echt nicht witzig, ne? Das ist nicht lustig mit diesen Menschen, so, weil das Paranoia ist. Da waren auch viele neue Leute, die du noch gar nicht kennst. Ja, vor allen Dingen diese Gedanken, die dann da mitspielen, so, okay, warum ist der jetzt nicht da, was plant er, dies, das. Okay, das sind so gleich diese Dinge, die sind ja alle auf, und ich auch, man war voll auf Paranoia unterwegs, die ganze Zeit. Man vertraut sich auch gegenseitig eigentlich nicht. Überhaupt nicht, so, man vertraut sich gegenseitig nicht. Ich habe ihm geschrieben über den BlackBerry Messenger, war aus, die Nachrichten sind nicht reingekommen, ich habe ihn angerufen, Handy war aus. Bin dann da hingefahren mit Taxi, war auch keiner mehr da. Dachte ich, okay, die sind jetzt ins nächste Etablissement, auch kein Problem. Bin dann nach Hause wieder gefahren, habe mich wieder hingelegt. Nächsten Morgen um 8 Uhr klingelte mein Telefon. Ich bin reingegangen, da war seine Frau mit verheulter Stimme und sagte nur, die haben ihn gekidnappt. Und ob ich irgendwas weiß, wer das sein könnte. Und ich, boah, weiß ich natürlich nicht. Und das ist halt dieses große Problem auch immer in diesem Geschäft. Gerade auch wenn du mit Leuten zusammenarbeitest und auch, dass in Kolumbien so viele Menschen erschossen werden, die vielleicht gar nichts mit der Sache zu tun hatten, nur im falschen Moment mit den falschen Leuten am falschen Ort waren. Wenn ich da gewesen wäre, wusste ich, du bist ein Partner von ihnen und einer Kommst du mit. Und da weiß ich, dass Gott mich bewahrt hat. An dem Tag, da sollte ich nicht mit gekidnappt werden.
El Propio war wochenlang verschwunden. Aber ich hatte ja jetzt noch das Geschäft an der Leier mit den Leuten von der Küste. Ja. Das Material stand bereit. Ich konnte jetzt also nicht einfach sagen so, hey Jungs, sorry, aber mein Investor wurde gekidnappt. So, mach mal euer Ding alleine. Ja. Das zieht mit diesen Leuten nicht. Ja, und da musst du, habe ich gesagt, okay, das und das ist passiert. Aber gib mir 2 Wochen. Ich besorge das Geld. Okay, krass. Und dann let's go. Und natürlich war ich auch da wieder natürlich hinter diesem Ding her, weil ich wusste, wenn das klappt, wenn die Route aufgeht, so, dann bin ich, dann in 2-3 Mal und dann ist das Ding gelutscht. So, dann brauche ich gar nichts mehr machen. Dann musste ich überlegen, wie komme ich jetzt an das Geld? So, wie mache ich das jetzt, damit ich das bezahlen kann? Also habe ich über einen Chemiker, den ich kannte, ein Chemiker meine ich jetzt nicht irgendeinen, der in der Uni arbeitet und da Leuten so wie so ein Dozent Sachen beibringt, wie du dies und das mischt, sondern jemand, der darauf professionalisiert ist, mit Base und mit Kokain, also dem Vorprodukt von Kokain, mit Base da Sachen in Sachen zu verstecken und einzubauen, sodass das niemand findet. Und so haben wir halt uns dafür entschieden, einen doppelten Boden zu machen, also einen Boden in einem Boden. Okay. Von einem Backpacker-Rucksack. Da haben wir 600 Gramm Base eingestrichen. Und ja, bin dann los zum Airport nach Bogota, zum Airport El Dorado. Auch da wusste ich, das ist der meistbewachteste Airport vielleicht der Welt, was Drogensachen angeht. Das ist 50-50, ob ich da durchkomme. Bin dann rein, ging an den Check-in und dann hatte der Flug Verspätung, 3 Stunden. Dann habe ich einen Gutschein bekommen für so ein gutes Restaurant, was es ganz viel, so eine Kette gibt in Kolumbien, das heißt Crepes y Waffles. Da bin ich dann rein, habe noch was gegessen. Ich hatte plötzlich so ein heftiges, übles Gefühl im Bauch. So, das, als hätte ich gefühlt, so, es geht heute schief. Ich werde heute festgenommen. Und dann so mit dem Gedanken schon gespielt, so rauszugehen, alles abzubrechen, wieder zurückzufahren, irgendwie ins Hotel oder zum Kollegen. Aber dann habe ich mir so gesagt, nein, jetzt bin ich hier, jetzt ziehe ich das auch durch. Mhm. Am Zoll, Scanner, geschafft. Hunde dran vorbei. Krass. Wir haben natürlich alles vorbereitet, so mit Anti-Scanner, Anti-Dog und all sowas. Bin zum Gate. Mhm. Der Flug sollte Bogota-Paris, also der lange Flug ging nach Paris und dann sollte ich von Paris nach Hamburg. Saß im Gate und dachte so, boah, Strike, ich hab's geschafft. So, ja, ne? Ja, meine Sneakers ausgezogen. So. Ja. Und dann kamen so 10 Polizisten rein, 2 Tische aufgestellt und sagten so, alle jetzt nochmal anstellen und dann das Handgepäck wird nochmal durchforstet. Und dann haben die überall reingestochen und so. Ich hatte es halt im Handgepäck, ne? Ja, krass. Bin dran, der Typ sticht rein, riecht dran und sagt, okay, siéntase en la primera fila, setzen sich in die erste Reihe da. Da wusste ich so, okay, ist vorbei. Große Show, Kolumbien hat ein Ende und was jetzt kommt, wird übel sein. Und ja, bin dann direkt vor den Haftrichter gekommen. Der hat mir 8 bis 12 Jahre gelesen. Das war eine Nackenklatsche. Ne? Ja, klar. Genau, und dann wurde ich in den größten und gefährlichsten Knast Kolumbiens gefahren, La Modelo in Bogota. Und war dann die ersten 5 Tage in der Primaria. Das ist so ein Auffangsbecken. Das bedeutet, Primaria bedeutet Kindergarten so ein bisschen. Oder Vorschule. So. Da kommen alle, die von draußen reinkommen, werden da erstmal gesammelt. Ja. Und dann werden erstmal Fotos von dir gemacht, Fingerabdrücke genommen. Wird erstmal gecheckt, wer bist du, mit welchen Organisationen arbeitest du, in welcher Bande bist du, also in welcher Gang, weil es gibt verschiedene Höfe in diesem Gefängnis. Und wenn du zum Beispiel in dieser einen Organisation bist, die im Krieg mit der Organisation ist, dann werden die dich ja nicht in den Hof stecken, wo du sofort drauf gehst. Das heißt, das checken die dann erstmal alles ein bisschen ab. Bei mir war es halt klar, ich habe jetzt nicht mit Organisationen so zusammengearbeitet, ich habe halt mit Männern, die in Organisationen gearbeitet haben, zusammengearbeitet, aber ich habe mich da jetzt nicht zugezählt. Mhm. Das heißt, es war sowieso ganz klar, in welchen Hof, in welchen Patio ich komme, in den Hof 3, da waren nicht alle Ausländer. Ja. Es hat nach allen möglichen Dämonen gerochen. Also nach Kotze, nach Pisse, nach Scheiße, nach Crack. Da haben die Crack geraucht, ne, in den Ecken. Und,
Also alles. Ein Mexikaner, den ich denn dort drinnen kennengelernt hatte, wir hatten noch ein bisschen Geld zusammengekratzt und haben die erste Zelle gekauft. Mussten wir uns kaufen. Die hatte noch ein bisschen Licht, die anderen hatten auch kein Licht. Und da drinnen, in diesem kleinen Auffangbecken, wo so 120 Leute sich aufgesammelt haben über das Wochenende, da waren dann Schlägereien, haben sich Leute abgezogen und gibt deine Schuhe, gibt dieses Messer, alles. Geht richtig ab. Und da denkst du nur so, Alter, wie wird das denn da drinnen aussehen? Ja. So, wenn wir jetzt nur hier in der Vorschule sind, so, weißt du? Dieser Knast hatte zu der Zeit, als ich dort einsaß, 2011, 10.000 Häftlinge. Mehr als 10.000 Häftlinge. Und dieses Gefängnis war gebaut für ungefähr 3.000. Was? Das heißt, die Leute, es war so überfüllt, die Männer haben geschlafen wie Sardinen in den Fluren, ja, bis unter die Pissoirs. Das heißt, wenn einer von hinten im Flur auf Toilette musste, ist er über alle in der Nacht rüber gestapft, hat den letzten da fast noch auf den Kopf gepinkelt. Wir kamen dann in den Hof rein. Da waren dann in diesem Hof saßen zu der Zeit so 800, 900 Leute. Jeder Hof war so gebaut für 500 Leute. Also es war der dritte Hof, in dem ich jetzt saß, war der entspannteste Hof. Das war der wo am wenigsten passiert ist, weil da halt auch viele Ausländer waren und von überall her. Da waren Spanier, da waren Italiener, Mexikaner, Amerikaner. Noch ein weiterer Deutsche, Klaus. Krass. Als ich da reinkam, bin ich auch erstmal bei ihm in die Zelle reingekommen. Mhm. So, und bei Klaus lag ich erstmal eine Nacht auf dem Fußboden, weil ich halt keine Schlafmöglichkeiten hatte. Ich hatte noch keine Zelle. Und musste mich dann erstmal sehen, wie komme ich da drinnen zurecht? Wie läuft das hier? Mhm. Wem kann ich vertrauen? Wie macht man das mit dem Geld? Wie komme ich an eine Zelle? Wie richte ich mich hier ein? Stück für Stück tastet man sich dann ran. So habe ich dann so am zweiten, dritten Tag mir die Zelle gekauft. Habe mich dann ein bisschen eingerichtet, Smartphone geholt, Handy geholt. Darf man haben? Das darfst du nicht haben. Darfst nichts davon haben. Aber du, aber mit Geld du darfst vieles nicht haben, aber du kriegst alles davon. Waffen, AKs, was? Da drin. Selbst Frauenbesuch, der eigentlich nur am Sonntag ist. Mitten in der Woche haben einige, die ein bisschen mehr Geld hatten, sind da Frauen reingekommen. Es ist richtig, also zu der Zeit 2011 ging das schon ziemlich ab. Es sind auch Männer einfach verschwunden. Mhm. Dass Männer nachts schreien hören. Im Nebenhof, in dem Hof 4, da ging das richtig ab. Der war genauso groß wie unser. Saßen aber, bei uns saßen 800 und da saßen 4000. Und da hast du Männer nachts schreien hören und nicht, weil sie Heimweh hatten. Ja, dann gab es jeden Morgen um 6 Uhr morgens die Zählung. Also es hieß dort Contada. Und da wurden wir dann auf dem Gefängnishof, wurden wir dann in Fünferreihen, sollten wir uns aufstellen, wurden gezählt. So nach dem Motto, ob auch wirklich noch alle da sind, ob alle die Nacht überlebt haben. So nach dem Motto. Und danach gab es dann das Frühstück in die Hand, ein Brot, einen verwässerten Kaffee. Also das Essen war dann eine Katastrophe. Ein Fleisch mit Würmern. So eine Pampe, einfach bapp. So, ne? Also wirklich unterste Schublade. Aber selbst das isst du, wenn du Hunger hast. Jeden Tag wurden wir gezählt, danach das Frühstück und dann gab es Möglichkeiten, irgendwelche Freizeitsachen zu machen, Bibliothek, Gottesdienste. Mhm. Es gab da zwei Gottesdienste. Einen römisch-katholischen und einen evangelischen Gottesdienst. Und beide waren immer gerammelt voll. Ich kann sagen, zu dem Zeitpunkt, wenn man mich gefragt hätte, ob ich an Gott glaube, ich gesagt, klar glaube ich an Gott. Wer soll den ganzen Mist hier sonst gemacht haben? Ich hatte auch so ein hier und da, weil ich wurde konfirmiert und all sowas, aber das habe ich halt wegen anderen Motivationen damals gemacht. Ne? Ein bisschen Zugang, so das gibt bestimmt schon einen Gott. So. Und man hatte so diesen typischen, als Gangster oder auch als Gangster-Rapper, so diesen Glauben so, ja, only God can judge me, ja, ne? Und so is there heaven for a G, ja, und solche typischen Sachen. Ne? Aber ich kannte Gott nicht. Und um ehrlich zu sein, wollte ich ihn auch eigentlich gar nicht kennenlernen und ihm entgegenstehen, weil wenn das passieren würde, wüsste ich, dass ich einiges zu erklären hätte. Und also kann ich auch wirklich ehrlich sagen, ich habe Gott nicht gesucht. Aber Gott hatte mich gesucht. Er hat mich gefunden, denn an diesem einen Tag, in den ersten zwei Wochen, in diesem Zählung, in dieser Contada, spürte ich so einen innerlichen Drang, wie so eine Kraft, die mich förmlich in diesen evangelischen Gottesdienst reingeführt hat.
gezogen hat. Ich fand mich dann wieder in einem Gottesdienst. Ja, ich habe das erste Mal in meinem Leben das Evangelium gehört. Ja, diese wundervolle Nachricht vom Kreuz, dass Jesus Christus vor 2000 Jahren auf die Erde kam, ein Mensch wurde wie du und ich, am Kreuz für uns unsere Schuld getilgt hat und am dritten Tag auferstanden ist von den Toten und den Tod besiegt hat und einem diese lebendige Hoffnung gibt, dass es mehr gibt als nur dieses Leben, dass es ein Leben nach dem Tod gibt und ja, dass es Vergebung meiner Sünden, wirklich Vergebung meiner Sünden in ihm gibt. Und als ich das gehört habe, habe ich ganz viel noch nicht verstanden. Ja, klar. Ja, ja. Aber ich habe gewusst in dem Moment, und das ist ja dieser Ruf des Evangeliums, also Gott gebraucht ja das Evangelium, um Menschen zu rufen, um zu sich zu ziehen, um ihnen die Augen zu öffnen und die Ohren zu öffnen und letztendlich auch die Herzen zu öffnen, sodass ich wusste, wenn es einen Retter gibt, wenn es einen gibt, der mich retten kann, dann ist das Jesus Christus. Und ich habe das Ehrlichste getan, was man tun könnte. Ich bin auf die Knie gegangen und habe gesagt, Jesus, wenn es dich wirklich gibt, wenn du wirklich der bist, der am Kreuz für mich gestorben ist, wenn du der Retter bist, wenn du Gott bist, ja, dann komm in mein Leben und rette mich und vergib mir meine Sünden. Ich habe Buße getan und fing an, wie ein kleines Mädchen zu heulen, weil plötzlich kamen mir so viele Sachen in den Kopf, was ich den Menschen, zuallererst den Menschen, die in meinem Umkreis waren, wie meine Eltern und alle anderen Familienangehörige oder Freunde, denen ich Leid angetan habe durch das, was ich getan habe, oder auch Menschen, denen ich wirklich Leid angetan habe und denen ich wirklich auch Gewalt angetan habe, kam mir in den Kopf und wo ich vor Gott einfach zusammengebrochen bin und gesagt habe, Herr, vergib mir meine Sünden, und im gleichen Moment aber gespürt habe, wie er mir vergeben hat und was für ein, durch meinen Körper so ein Frieden und so eine Freiheit gekommen ist, sowas, was ich vorher nie gespürt habe. Ich habe ewig nach Erfüllung in meinem Leben gesucht. Ne? Ich habe es mit Frauen, mit Partys, mit Drogen, mit Geld, mit Ansehen, mit Fame, mit allen möglichen Dingen probiert, mit materiellen Dingen, so mein Herz zu füllen und Erfüllung zu bekommen. Und hier und da war man mal so ein paar Tage vielleicht erfüllt, nee, ne, davon, so gehypt davon. Aber dann ist man auch wieder in so ein tiefes Loch gefallen. Und da hat die Bibel, das Wort Gottes, auch ein ganz klares Standing dazu. Und das habe ich dann auch jetzt nach und nach immer mehr verstanden. In dem Buch des Predigers zum Beispiel steht, dass Gott die Ewigkeit in das Herz des Menschen getan hat. Und das bedeutet, nichts Vergängliches, nichts Irdisches kann dieses dein Herz füllen, weil er die Ewigkeit in dein Herz getan hat. Nur der ewige Gott, der von Ewigkeit her ist, nämlich Gott selbst, wenn der in dein Herz reinkommt, nur der kann dein Herz füllen und dir wirklich Erfüllung geben. Und das durfte ich spüren und das darf ich immer noch spüren, auch wenn es im Glauben Auf und Abs gibt, ja, ja. Führt er mich durch und es wird nicht weniger, sondern es wird von Mal zu Mal, so wenn man auch mal wieder fällt, aber es ist doch ein mehr kennenlernen und ein Gott näher kommen, ein wirklich ein Wachsen des Glaubens zu sehen in meinem Leben. Ja, so fing ich an, die Bibel zu lesen, meine erste Bibel auf Spanisch. Ja. Ich fing an, Gott kennenzulernen im Gebet. Morgens, abends mal einfach anzufangen zu beten, zu ihm zu sprechen. Ich wurde nach 5 Monaten dort getauft. Im Knast? Im Waschbottich. Im Waschbottich, wo die Wäsche gewaschen wird, wurde ich getauft. Auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und habe das so klar gemacht, das Ding. Hammer. Und dann habe ich einen Gefängnistransfer bekommen in ein kleineres Gefängnis. In einem Gefängnis, ein Vorort von Medellin, Itagüí. Und also in Bogota habe ich 1 Jahr gesessen. Bin dann nach Itagüí gekommen, wo ich dann noch 1,5 Jahre saß. Und da durfte ich im Glauben wachsen, weil da war zu der Zeit auch wirklich eine Erweckung in dem Gefängnis, wo viele zum Glauben gekommen sind. Da hatten viele Gottesdienste. Und
Bin dann nach 2,5 Jahren, anstatt 8 bis 12 Jahre, nach 2,5 Jahren dann auf Bewährung entlassen worden. Weil wir konnten da was mit dem Staatsanwalt machen. Und so waren es dann 50 Monate, die ich als Urteil hatte. Und wegen guter Führung dann halt auf Bewährung entlassen worden bin nach 2,5 Jahren. Genau, und für mich war dann schon klar, ich werde auf jeden Fall nicht diese 1,5 Jahre Bewährung in Kolumbien machen. Also man darf eigentlich, wenn man auf Bewährung rauskommt, das Land nicht verlassen, wo du Bewährung hast. Aber die Sehnsucht, meine Familie wiederzusehen, die Freunde wiederzusehen, war einfach viel zu groß. Und ich habe entschieden, dass ich dann den Jump rüber mache, über die Grenze nach Venezuela und dann von dort den Flug nehme. Und über Kontakte im Gefängnis habe ich das dann auch gemacht. Die haben mich dann an der Grenze zu Venezuela abgeholt, wurde rüber geschmuggelt sozusagen und habe dann dort von Caracas den Flug nach Frankfurt genommen und bin dann am 13. November 2013, also knapp vor 8 Jahren, crazy. Bin ich wieder zurück hier gewesen und durfte meine Eltern das erste Mal wieder in den Arm nehmen und war wieder zurück hier in Deutschland. War anfangs dann doch schon schwierig, sich wieder einzuleben. Okay. Und ich muss auch zugeben, ich habe auch wieder einige Monate gehabt, wo ich wieder rückfällig geworden bin. Dann gab es einen Vorfall im Januar 2015, wo die Frau von einem meiner besten Freunde, die eine Christin ist, die meine Schwester im Glauben ist, ohne dass sie wusste, was ich mache, mir den Psalm 1 gewidmet hat und gesagt hat, geh nicht wieder auf den Weg der Sünder. Und ich wusste, dass Gott durch diese Frau zu mir gesprochen hat und habe in dieser Nacht nochmal so eine, wie so eine zweite Bekehrung, so richtig nochmal heftig Buße getan und bin vor Gott zusammengebrochen. Und da fing es auch an, dass er dann mich in den Predigtdienst und in den Zeugnisdienst gestellt hat, wo ich in der Gemeinde, in der ich hier war, in Flensburg angefangen habe zu predigen. Und du hast angefangen, in deinen Liedern auch wieder anzufangen gewesen? Ja, genau. Das ist so das Neueste, was noch da dazugekommen ist. Also seit 1,5 Jahren mache ich das jetzt, bin ich dabei. Ja. Und im Juni diesen Jahres habe ich Real Talk Media GmbH gegründet. Dann Real Talk Records als Label. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, bist du jetzt auch vom Coca-Dealer zum Obstdealer geworden? Genau. Also ich bin vom Koks-Dealer zum Obstdealer geworden. Zum Obstdealer, ja. Und vom Dope-Dealer zum Hope-Dealer. Zum Hope-Dealer. Ja, also es ist echt verrückt. Letztendlich arbeite ich in demselben Business wie vorher. Import-Export. Import-Export. Kolumbien, ja. Mit denselben Routen teilweise. Also wirklich jetzt. Nur hat sich das Produkt jetzt verändert. Ne? Es sind jetzt Fruchtpürees, Fruchtsäfte, Konzentrate, teilweise an renommierte, größere Limonaden- und Smoothie-Hersteller hier in Deutschland. Schon heftig, und das ist so mein Baby, mein Beruf, meine Firma. Das andere, was ich mache, sehe ich eher als meine Berufung, als Evangelist auf die Straße zu gehen und für die Jugend ein Sprachrohr zu sein. Boah, Nils, also ich habe am Anfang des Interviews mir die ganzen Bilder im Kopf gehabt, habe gedacht, boah, das hört sich einfach an wie eine verrückte Story und jetzt mit dir zu reden, sitzt du neben mir, weißt du, ich bekomme das irgendwie so richtig mit, ich hoffe ihr auch, ich finde es sehr, sehr, sehr krass und irgendwie nimmt mich das schon mit so. Wenn man mehr von dir noch hören möchte oder so, es gibt ja noch einige Videos, die du schon gemacht hast. Ja. Dein eigener Kanal, Musikvideos, Rap und auch Instagram und so werden wir alles verlinken in der Bio, in der Beschreibung auf jeden Fall. Nice. Genau, und es war mir eine riesige Ehre, mit dir zu reden. Und, ja, vielen Dank. Genau, kommst bald mal runter nach Frankfurt. Dann. Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank, dass ihr hier zu uns nach Flensburg gekommen seid, dass ihr den Weg gemacht habt. In dem Sinne, wir sehen uns beim nächsten Lifeline-Video. Wenn ihr noch Interviewgäste habt, die euch interessieren könnten, schreibt sie gerne in die Kommentarbox. Und Gottes Segen euch. Macht's gut. Ciao, ciao. Danke. Danke für euren Besuch.